Wir danken dir für Jesus, dass er ans Kreuz gegangen ist für uns, nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für unsere Krankheiten und Gebrechen. Halleluja, wir preisen dich so sehr. Vater, du sagst in deinem Wort, du sandtest dein Wort und heiltest sie, du rettetest sie aus ihrem Grund. Und genau das erwarten wir heute Nachmittag, nämlich, dass dein Wort uns trifft und dass wir so gerettet werden, aus was für einer Grube wir auch immer drin sein mögen. Wir preisen dich, Vater, in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Heilungsgottesdienst hier im Biblischen Glaubenszentrum Schaffhausen. Mein Name ist Manfred Roth. Ich bin zusammen mit meiner lieben Frau Katharina Pastor dieser Gemeinde. Und wir führen diesen Heilungsgottesdienst jetzt schon das ganze Jahr 2019 wieder regelmäßig durch. So alle 5-6 Wochen circa. An einem Samstagnachmittag um 17 Uhr sind wir hier und predigen und lehren über Heilung, beten für Kranke und Leute, die hier sind und das gerne möchten. Und das ist nicht nur einfach ein Heilungsgottesdienst im Sinne von, wir verkündigen, dass Jesus heilt, sondern es ist auch eine Art Heilungsschule, wenn man so will. Du kannst entweder kommen, um hier Heilung zu empfangen, oder du kannst auch kommen, um etwas über Heilung zu lernen. Und beides ist wichtig. Preis dem Herrn. Gut, heute Nachmittag möchte ich euch eine Botschaft bringen mit dem Titel Heilung durch das Wort. Und zwar habe ich schon mal so arbeitshalber dahinter geschrieben, Teil 1, denn dazu wird es sicher noch mehr Teile geben zu diesem wichtigen Thema. Wenn wir uns überlegen, was wir für Möglichkeiten haben, von Gott Heilung zu empfangen, dann gibt es unterschiedliche Wege. Es gibt unterschiedliche Wege, auf denen wir Heilung empfangen können. Und ich denke immer so, der Königsweg ist eigentlich aus Glauben und durch das Wort. Und diesen Königsweg wollen wir uns heute Nachmittag ein bisschen anschauen, anhand einer recht ungewöhnlichen Figur eigentlich. Und ihr werdet gleich sehen, um was es geht. Aber zuerst ein bisschen etwas zur Vorgeschichte. Jesus hat nämlich geheilt und er hat nicht selten geheilt, sondern er hat regelmäßig geheilt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über den Dienst Jesu Christi auf dieser Erde nachdenken, dass Heilungen, und zwar von einer höchsten Ordnung, nicht nur gelegentlich vorkamen, sondern regelmäßig in seinem Dienst geschahen. Heilungen für Aussätzige, Heilungen von Lahmen, Heilungen von Blinden, Heilungen von Tauben, all das geschah im Dienst Jesu Christi. Und im Matthäusevangelium, in Kapitel 8, beginnend mit Vers 3, dort haben wir eine entsprechende Situation, wo gerade eine Heilung geschehen war, beziehungsweise jemand gekommen war, um Heilung zu empfangen. Und jetzt findet diese Heilung statt. Und das ist nur Vorgeschichte, aber wir lesen es trotzdem. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Jesus war von einem Berg herabgekommen, weil er dort gebetet hatte, weil er dort gepredigt hatte. Und jetzt kam ein Aussätziger. Und das war somit die schlimmste Krankheit, die man damals haben konnte. Also viel tiefer konnte man nicht sinken in der Gesellschaft. Es gab kaum eine niedrigere soziale Stufe, als aussätzig zu sein. Man war dann regelrecht ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und ein solcher Mensch war gekommen zu Jesus, quasi als letzte Chance, wollte er auch noch das probieren, in Anführungsstrichen. Und so sagte er zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sagte, ich will, sei gereinigt. Und damit hat Jesus sozusagen ein für alle Mal demonstriert, dass er bereit ist, auch die schlimmsten, die ärgsten, die grässlichsten Krankheiten, die man sich nur vorstellen kann, zu heilen. Dieses Ich will, beziehungsweise die Frage des Aussätzigen, wenn du willst, dann kannst du, finden wir nämlich nur ein einziges Mal im ganzen Neuen Testament, aus seinem Mund. Und es ist verständlich, warum er das sagt, denn Jesus hätte ihn genauso gut steinigen können. Er hätte jedes Recht gehabt, nach dem Gesetz Mose einen solchen zu steinigen, weil er sich zu nahe an menschliche Gesellschaft herangewagt hatte. Aber Jesus durchbricht dieses Tabu und sagt, ich will,
sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Vers 4, und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Oder anders gesagt, in moderner Sprache ausgedrückt, geh hin zum Arzt, lass dir attestieren, dass du tatsächlich geheilt bist und gib das Opfer, das vorgeschrieben ist, damit klar ist, dass du tatsächlich geheilt worden bist. Und unmittelbar danach in unserer gedruckten Bibel kommt jetzt ein Absatz. Und das ist auch richtig so, denn jetzt beginnt eine neue Begebenheit. Ab Vers 5 heißt es nämlich, als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und schrecklich gequält. Also eine Heilung folgt auf die nächste. Es war nicht so, dass Jesus jetzt sich erst einmal 2 Wochen von dieser Strapaze erholen musste, dass er jetzt gerade einen Aussätzigen geheilt hat. Ich meine, das war ja schon eine ziemliche Anstrengung, könnte man sagen, wenn man es rein menschlich betrachtet. Ein ziemliches Wagnis, so jemanden auch nur anzurühren. Vielleicht hätte Jesus eine Therapie gebraucht danach, aber nein, das war bei ihm nicht so. Sondern schon das Nächste, was uns berichtet wird von Matthäus, ist, dass wieder jemand kam mit einem Heilungsanliegen. Und Jesus sagte nicht zu ihm, nee, jetzt hatten wir erst gerade eine Heilung, jetzt muss ich erst mal wieder eine Runde predigen. Nein, es hat Jesus nicht verdrossen, dass hier schon wieder jemand kam und Heilung brauchte. Und der Unterschied zwischen diesem hier und dem vorigen ist eigentlich vor allem der, dass dieser Hauptmann, der jetzt hier kam, nicht Heilung für sich selbst wollte, sondern für einen anderen. Und dieser andere war, sehr erstaunlich, sein Diener. Nun, es gibt sehr verschiedene Worte im Grundtext für Diener. Und hier ist ein besonders ungewöhnliches, nämlich das Wort Pais. Und Pais bedeutet eigentlich gar nicht wirklich Diener, sondern mehr so etwas wie Knabe. Es kann sogar Sohn bedeuten. Jesus wird an manchen Stellen der Pais Gottes genannt. Also der Knabe, der Sohn Gottes, wie wir ihn kennen und auch nennen würden. Amen. Nun, natürlich ist hier sehr wahrscheinlich schon der Diener dieses Hauptmanns gemeint. Allerdings zeigt uns der Text hier, dass dieser Diener diesem Hauptmann so wertvoll, so kostbar war, wie wenn es sein eigener Sohn gewesen wäre. Was ihn wahrscheinlich auch dazu gedrängt hat, für ihn Hilfe zu suchen, denn das hätte man normalerweise nicht gemacht zu dieser Zeit und in jener Gesellschaft. Schon gar nicht unter den Römern. Da waren Diener quasi Verbrauchsmaterial. Und das zeugt aber auch von der Charakterqualität dieses Hauptmanns, nämlich dass er diesen seinen Diener nicht einfach weglegte und durch einen anderen ersetzte, sondern dass er sagte, ich habe den so lieb wie einen eigenen Sohn und deswegen mache ich mich auf den Weg und suche Hilfe für ihn. Er sprach also, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt. Das wäre ja noch eine Sache gewesen, gelähmt zu sein ist schlimm, dann kann man sich nicht mehr bewegen, aber gelähmt zu sein muss nicht unbedingt bedeuten, dass man auch Schmerzen hat. Aber dieser Mann war gelähmt und, wie es heißt, wird schrecklich gequält. Also seine Lähmung war die Folge, war die Manifestation wahrscheinlich einer anderen Krankheit, die mit entsprechenden Schmerzen verbunden war. Wahrscheinlich irgendeine Form von Rheuma oder Arthritis, die eben auch zu Lähmungen im Extrem natürlich führen kann und zugleich eben von entsprechenden Schmerzen begleitet ist. Und behaltet einfach im Hinterkopf, damals gab es keine Schmerzmittel, wie wir sie heute kennen. Die Pharmaindustrie war noch nicht erfunden. Das Einzige, was man machen konnte, waren irgendwelche Mischungen aus Wein und stärkeren alkoholischen Getränken mit Kräutern und Galle vermischt zu nehmen, wie man es Jesus angeboten hat am Kreuz. Das waren die Schmerzmittel der damaligen Zeit, aber ich weiß nicht, wie viel das wirklich geholfen hat. Und so lag dieser Knecht also wirklich da, dieser Diener, in einer sehr ausweglosen Situation.
Es ist interessant, wenn wir das ein bisschen anschauen, das Wort für gequält kommt unter anderem auch vor an Stellen, wo von den Höllenqualen die Rede ist. Wir könnten also auf gut Neudeutsch sagen, dieser Hauptmann kam und sagte zu Jesus, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und leidet Höllenqualen. Nun, das sage ich alles nur, damit ihr ein bisschen mehr Mitleid habt mit dem Knecht. Nein, ich finde es schon manchmal interessant und hilfreich zu sehen, wie schlecht es diesen Leuten eben wirklich ging, wie sehr sie Hilfe brauchten. Nun, wie schon gesagt, Jesus war allezeit bereit. Und so lautet auch der nächste Punkt dieser Botschaft, allzeit bereit. Ich weiß nicht, wer von euch mal bei den Pfadfindern war. Mir ist heute Nachmittag, wo ich das vorbereitet habe, sofort dieser Gruß eingefallen. Der Pfadfinder, denn ich war mal bei den Pfadfindern. Und Jesus war zwar kein Pfadfinder, aber auch er war allzeit bereit. Und das sehen wir im nächsten Vers, wo es nämlich heißt, also das ist Vers 7, Matthäus 8, und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Ich will kommen und ihn heilen. Genauso wie er zuvor schon diesen Aussätzigen geheilt hat und zu ihm gesagt hatte, ich will, sei gereinigt, sagte er jetzt zu diesem Hauptmann, was noch eigentlich auf einer anderen Ebene genauso ungewöhnlich war, wie dass er einen Aussätzigen anfasste. Jetzt gab er sich nämlich mit einem Heiden ab. Das Anliegen eines Heiden war es Jesus wert, zu sagen, ich will, ich werde kommen und ihn heilen. Ist das nicht erstaunlich? Jesus kennt in diesen Dingen keine Tabus. Jesus sagt nicht so, hier ist die Grenze. Also Kopfschmerzen, Erkältungen, von mir aus auch noch Taubheit, Stummheit, Krebs, alles so Krankheiten, die man nicht wirklich sieht oder die noch einigermaßen hygienisch sind. Das geht, aber Aussatz, bitte kommt mir nicht mit Aussatz. Jesus sagt aber auch nicht, okay, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, was er an einer Stelle tut, aber mit einer bestimmten Absicht, sondern da kommt ein heidnischer, römischer Soldat, die zu jener Zeit ja die Unterdrücker Israels waren, also nicht sehr beliebt im Volk. Jesus macht sich weiter unbeliebt, indem er zu diesem Mann Bereitschaft erklärt, zu diesem Mann unters Haus, in sein Haus zu gehen, was einem Juden eigentlich strengstens verboten war. Aber Jesus sagt zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Interessant ist, welches Wort Jesus verwendet für heilen, nämlich das griechische Verb therapeio. Also das ist jetzt mal ein Wort, das man auch unter Laien wahrscheinlich verwenden darf, oder? Was man nicht groß erklären muss. Das Wort Therapie, therapieren, kommt also aus dem Griechischen ursprünglich. Hier haben wir es, therapeio. Jesus erklärte seine Bereitschaft, zu diesem Hauptmann nach Hause zu gehen, um dessen Knecht, dessen Diener zu therapieren. Was hätte das geheißen? Nun, er hätte ganz sicher für ihn gebetet, er hätte ihm die Hände aufgelegt, er hätte ihm die Kraft Gottes mitgeteilt, all das hätte Jesus getan. Darauf folgt eine überraschende Antwort. Man könnte annehmen, dass dieser Hauptmann begeistert war, denn er hatte ja sein Ziel erreicht, nämlich Jesus dafür zu gewinnen, für seinen Diener zu beten, zu ihm nach Hause zu kommen, also eine direktestmögliche Verbindung aufzunehmen. Das ist das, was wir oft erwarten vom Herrn, vom Gott Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist, wen auch immer wir dafür zuständig halten, dass wir geheilt werden. Streben danach und trachten danach, möglichst direkt in Kontakt zu kommen mit einem Teil der Gottheit. Weil dann muss Heilung ja funktionieren. Heilung muss funktionieren, wenn wir Gott spüren können. Heilung muss funktionieren, wenn wir Gott sehen können. Heilung muss funktionieren, wenn wir Gott hören könnten. Deswegen ist die Antwort dieses Hauptmanns sehr verwunderlich und eigentlich schon fast erstaunlich oder abwegig. Es heißt nämlich in Vers 8, der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Das kann man jetzt als falsche Demut abtun, aber eigentlich in diesem Fall war es richtige Demut.
Der Mann war sich nämlich seiner Position, seiner Stellung gegenüber einem jüdischen Rabbiner und als das wurde Jesus ja gesehen, obwohl er keiner war, im eigentlichen Sinne, war er sich sehr wohl bewusst. Er war sich bewusst, dass er als Römer vor einem Juden, zumal einem geistlichen Lehrer, eigentlich nichts zu wollen hatte. Und deswegen sagt er hier, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Nun, er hätte das nicht sagen müssen, er hätte Jesus theoretisch auch befehlen können zu kommen. Denn die Geschichtsschreibung sagt uns, dass die römischen Soldaten, die römische Besatzungsmacht damals allen möglichen Leuten aus der Bevölkerung alles Mögliche befohlen hat. Aber er ahnte wahrscheinlich schon, wenn ich wirklich etwas erwirken möchte, dann muss ich auch in der entsprechenden Haltung kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns hier auch merken können, für heute und auch für die Zukunft. Nämlich, wenn wir von Gott etwas möchten, dann müssen wir uns unserer Stellung ihm gegenüber stets bewusst sein. Und damit meine ich in keiner Weise, dass wir jetzt dauernd solche Bekundungen von uns geben, wie, oh Herr, wir sind so unwürdig, ich krieche vor dir im Staub, Herr, bitte komm und hilf mir. Denn ich bin am Verzweifeln, aber eigentlich bin ich es ja nicht wert, dass wenn du keine Zeit hast, dann warte noch 2 Wochen. Das meine ich nicht damit. Aber ich meine zum Beispiel, dass wir Gott gegenüber bereit sein müssen, die Heilung auf dem Weg anzunehmen, wie er sie uns anbietet. Und zwar auch an einem bestimmten Tag. Gott heilt nicht immer gleich. Manchmal sind Heilungsevangelisten oder ist ein Heilungsprediger da, der ganz starke Gaben der Heilungen sozusagen dauerhaft in seinem Dienst hat. Und er muss nur die Hände auflegen und die Dinge passieren aufgrund seiner besonderen Berufung und seiner besonderen Salbung. Aber was machst du, wenn niemand solches da ist? Was machst du, wenn du allein zu Hause bist und trotzdem dringend Heilung brauchst? Könnte es nicht sein, dass Gott gerade dann auch dir Heilung auf einem anderen Weg zukommen lassen will, nämlich dem, der hier beschrieben wird. Aber ich will nicht zu weit vorausgreifen. Was sagt also der Hauptmann? Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Das ist also, man könnte sagen, ein Angebot zur Güte. So erscheint es erst einmal. Also mach dir keine Mühe, Rabbi. Ich bin nicht mal wert, dass du unter mein Dach trittst. Aber wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Sprich doch einfach ein Wort, dann wird mein Diener geheilt werden. Was im ersten Moment klingt wie eine Art Ausflucht, dass er es Jesus leichter machen wollte. Wenn du es genauer anschaust, ist es eigentlich sogar etwas mehr als das, was Jesus ihm angeboten hat. Das ist erkennbar an dem, was er jetzt sagt, was mit seinem Diener passieren würde, wenn Jesus auch nur ein Wort sprach. Er sagt nämlich nicht, du sprichst nur ein Wort und mein Diener wird therapiert werden, sondern er sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird sofort geheilt werden. Das griechische Verb iaomai. Und die Übersetzung gibt uns hier den Anschein, als würde jetzt einfach das passieren, was auch passiert wäre, wenn Jesus selber gekommen wäre. Aber der Grundtext sagt eigentlich nein, sondern durch das gesprochene Wort erwartete dieser Hauptmann, dass etwas von einer noch höheren Ordnung geschah, nämlich eine hundertprozentige Sofortheilung. So wird nämlich dieses Wort immer wieder verwendet im Neuen Testament. Und es gibt keinen Grund, warum es hier anders sein sollte. Und wir werden am Schluss dann sehen, dass auch genau das tatsächlich passiert ist. Wow, also da in diesem Vers, Matthäus 8, Vers 8, verbergen sich verschiedene Elemente, die scheinbar widersprüchlich sind, sich aber doch eigentlich wunderbar ergänzen und dazu führen, dass ein römischer, heidnischer Hauptmann am Ende mehr bekommt, als Jesus ihm angeboten hat. Ist das nicht enorm? Und die Begründung,
die er dafür gibt, finden wir in Vers 9. Denn er belässt es nicht dabei, einfach zu sagen, ich habe da noch eine andere Idee, sondern er begründet sie auch. Das lesen wir in Vers 9. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Da kannte er sich aus als römischer Hauptmann. Und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht. Und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies und er tut's. Warum zitiert er hier quasi die militärische Befehlskette? Man könnte sich fragen, ja, wahrscheinlich, wenn es das Herz voll ist, das geht der Mund über, oder? Der redete die ganze Zeit von nichts anderem als vom Militär. Der war ein, wie man im Schweizerdeutschen so schön sagt, ein Militärkopf, ein Militärgrind. Ja, der konnte von nichts anderem reden als von seinen militärischen Befugnissen und Abhängigkeiten und so weiter. Nein. Sondern was hier zum Ausdruck kommt, ist, dass dieser Mann aufgrund seiner natürlichen beruflichen Umgebung verstand, wie Autorität funktioniert. Und er schloss von diesem natürlichen Zusammenhang, den er tagtäglich erlebte, der auch tagtäglich für ihn funktionierte, schloss er ganz einfach auf die göttlichen Dinge. Und ist es nicht interessant, dass die Antwort Jesu jetzt nicht lautet, ja, geht's eigentlich noch? Wir können doch nicht das Militär vergleichen mit dem Reich Gottes. Jetzt muss ich mal hier einen Punkt setzen, meine Lieben. Jetzt muss ich euch mal erklären, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist so viel höher und unverständlich und mystisch und unerklärbar, dass du mit menschlichen Kategorien nicht einmal den ersten Zipfel davon zu fassen bekommst. Deswegen braucht ihr ja auch mich, damit ich euch das alles erkläre. Nein, das war nicht die Reaktion Jesu. Nicht im geringsten. Sondern, nein, ihr könnt den Abschnitt selber lesen und werdet sehen, dass Jesus erstaunt war. Und das bedeutet auch, er war einverstanden mit dieser Analogie. Jesus war einverstanden damit, dass ein Hauptmann, ein militärischer Führer, seine Situation übertrug auf die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert. Nun, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt jeden Beruf in irgendeiner Weise übertragen kannst auf die Art und Weise, wie das Reich Gottes funktioniert. So ist das nicht gemeint. Aber ein ganz wichtiger Grundsatz kommt hier zum Ausdruck, den wir unbedingt übernehmen müssen, nämlich die Befehlskette. Wenn Gott gesagt hat, es ist mein Wille zu heilen, und er hat uns die Autorität gegeben, auf kranke Hände aufzulegen, und hat gesagt, wenn ihr das tut, dann werden sie geheilt werden, dann befinden wir uns eigentlich genau in dieser Art von Gefüge. Sprich, dann wird, wenn wir es tun, das geschehen, was der Oberbefehlshaber gesagt hat. Und da zweifeln wir zu oft dran. Da wird zu oft daran gezweifelt im Reich Gottes. Ja, aber könnte es denn nicht sein, dass Gott da noch einen Plan hat und dass er vielleicht noch etwas anderes vorhat? Er möchte den Menschen erziehen mit dieser Krankheit. Wenn du anfängst, so zu denken, dann bist du weit außerhalb von dieser einfachen Erklärung, von diesem einfachen Zusammenhang, der hier dargestellt wird. Denn genauso hätte ja der Hauptmann auch argumentieren können. Hat er aber nicht getan. Was brachte Jesus zum Staunen? Hast du dir schon mal überlegt, was waren eigentlich die Dinge, die Jesus in Staunen versetzte? So, die religiöse Annahme wäre ja nichts, denn er kam ja aus der Ewigkeit und er ging in die Ewigkeit und er war der Sohn Gottes und er hatte ja alles schon gesehen. Er hatte es ja gemacht, es war durch ihn geworden. Amen. Was sollte ihn also erstaunen? Darf ich dich daran erinnern, dass Philipper 2 sagt, dass er sich selbst entäußerte, sich seiner göttlichen Vorrechte entäußerte, als er auf diese Erde kam und Knechtsgestalt annahm? Mit anderen Worten, es gab sehr wohl Dinge, die Jesus erstaunten. Eigentlich, wenn du das Studium machst, siehst du, dass es genau zwei Dinge gab, die Jesus erstaunten. Nämlich großer Glaube und Zweifel.
Jesus staunte über Zweifel und er staunte über großen Glauben. Und eine der ersten Stellen, wo das zum Ausdruck kommt, ist hier. In Vers 10, Matthäus 8. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich. Das ist nicht einfach nur rhetorisch. Das hat Matthäus nicht eingefügt, um die Geschichte ein bisschen spannender zu machen. Sondern Jesus hat sich wirklich gewundert und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Wodurch kam dieser Glaube zum Ausdruck bei dem Hauptmann? Dieser Glaube kam darin zum Ausdruck, dass er sagte: Herr, ich brauche dich nicht persönlich bei mir zu Hause. Du musst meinem Diener nicht die Hand auflegen, sondern sprich nur ein Wort. Denn ich habe aufgrund meiner Ausbildung und meines Berufs verstanden, dass die Dinge so funktionieren. Das ist es, was Jesus großen Glauben nennt. Jetzt magst du sagen, ja, aber diesen großen Glauben habe ich noch nicht. Erinnere dich daran, was Jesus sagt. Nicht in Israel habe ich diese Art von Glauben gefunden, wie man auch übersetzen könnte, aber bei einem römischen Hauptmann. Und ich meine, ein römischer Hauptmann, dazu können oder sollten wir uns eigentlich in Beziehung setzen können. Irgendwie sind wir doch alle Römer, oder? Es ist gut möglich, dass du römische Wurzeln hast irgendwo. Denn die Römer waren überall, ich kann es dir sagen. Reise ein bisschen in der Schweiz herum, reise ein bisschen in Deutschland herum, du wirst überall noch Reste finden von römischen Siedlungen, römischen Wasserleitungen, römischen Brücken, römischen Straßen. Meinst du nicht, dass die sich vermischt haben damals und ein paar Babys hinterlassen haben in der Schweiz und in Deutschland? Okay. Deswegen sage ich, wir sind doch alle irgendwie Römer. Magst du einwenden? Nein, aber ich bin ein Jude. Nun, dann kommst du hier für heute schlecht weg. Wenn ein Heide solchen Glauben haben konnte und wir in dieser Linie stehen, warum nicht auch wir? Dann sollte es doch ein leichtes sein, genau auf dieser Ebene einzusteigen auf das Angebot, das Jesus uns macht. Er wunderte sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Eine solche Stelle zeigt uns übrigens ganz nebenbei auch, dass das Maß des Glaubens, das jemand hat, durchaus von Bedeutung ist. Es ist nicht egal, was für eine Art von Glauben wir haben. Der Senfkornglaube, der so oft beschworen wird, wird von Jesus nicht erwähnt, weil ein Senfkorn so klein ist, sondern in der Erklärung, die er dann gibt, wird deutlich, warum Jesus den Glauben oder Glauben mit einem Senfkorn vergleicht. Nämlich, was tut man mit einem Senfkorn? Man sät es. Sprich, wenn jemand bereit ist, seinen Glauben einzusetzen, seinen Samen zu säen, dann entsteht etwas daraus. Damals haben die Leute Senfkörner nicht rumgereicht, um zu demonstrieren, wie klein etwas sein kann. Amen. Nun, Jesus fährt dann noch fort zu erklären, diese Verse lassen wir weg, die Verse 11 und 12. Das könnt ihr selber noch nachlesen, wenn es euch interessiert, hat aber nichts mit der Heilung direkt zu tun. Wir springen direkt zum entsprechenden Ergebnis, nämlich in Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann. Siehst du, Jesus sagte nicht: Ja, aber halt, also ich glaube, in diesem Fall sollte ich schon selber kommen. Jesus war nicht übergeistlich, sondern er reagierte auf den Glauben der Leute. Er war nicht übereifrig oder tat Dinge in vorauseilendem Gehorsam. Wir können nicht wissen, ich denke, es ist besser, ich komme und lege ihm noch die Hände auf, dann hat er wenigstens was gespürt. Nein, sondern Jesus wusste, hier wird dann etwas passieren, wenn sein Glaube sich mit dem verbindet, was ich anzubieten habe. Und das ist im Grunde vor allem auch Glaube. Denn Jesus tat das, was er tat, aus Glauben. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann,
Was sprach er zu ihm? Geh hin, dir geschehe, wie wir in der Dreieinigkeit beschlossen haben, dass es in solchen Fällen passieren soll. Nein, sondern dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, gemäß dem, was du mir gerade hier auseinandergesetzt hast, wie bei dir die Dinge ablaufen und du gedacht hast, bei mir könnte es ähnlich sein. Amen, sage ich dir, so soll dir geschehen. Halleluja! Das ist eine Geschichte, die mich immer wieder aufs Neue begeistert, ich sag's euch. Weil das eigentlich zeigt, wie einfach es ist, von Gott Heilung zu bekommen. Wie einfach es ist und wie direkt du von Gott genau das bekommen kannst, wofür du glaubst. Was du glaubst, nicht was jemand anderes glaubt, nicht was Gott glaubt, sondern das, was du glaubst. Gott glaubt, dass du geheilt bist. Sonst hätte er nämlich nicht gesagt in 1. Petrus 2, 24, dass wir durch seine Striemen geheilt worden sind. Er hätte nicht in der Vergangenheitsform geredet, wenn er jedes Mal noch neu entscheiden müsste, ob er jetzt in diesem Fall Heilung gibt oder nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Viele Christen verbringen ihr halbes Leben oder ihr ganzes Leben damit, sich zu fragen, ob Gott in ihrem Fall tatsächlich will, dass sie geheilt werden oder nicht. Grundfalsches Denken. Gott will, dass du geheilt bist, sonst hätte er Jesus dafür nicht ans Kreuz geschickt. Die Frage ist, ob du auf seiner Wellenlänge empfängst oder ob du Mittelwelle eingestellt hast, während Gott auf UKW sendet. Und ich bin überzeugt, dass Gott auf UKW sendet, denn das ist die bessere Tonqualität. Die geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Halleluja. Wieder das Wort Iaomai, also genau das, was der Hauptmann selbst gesagt hatte, dass er es erwartete, dass es geschehen würde, wenn Jesus auch nur ein Wort sprach. Nicht Therapeio. Denn Therapeio schließt auch die Vorstellung und die Möglichkeit mit ein, dass die Dinge länger dauern. Wie es ja bei einer Therapie üblich ist. Wann immer du Therapie hörst, weißt du, okay, es könnte länger dauern. Stimmt? Wenn du zum Arzt gehst und er verschreibt dir eine Therapie, dann weißt du, ich kann nicht eine Pille einnehmen, danach ist alles gut. Sogar wenn die Therapie medikamentös ist, bedeutet es, dass du das Medikament über einige Zeit einnehmen musst. Noch schlimmer ist es mit Therapien, wo wir etwas tun müssen. Physiotherapie zum Beispiel. Oh, da muss man ja Turnübungen machen. Aber hier haben wir Iaomai. Das ist, was offenbar ja die meisten eigentlich erwarten und wollen, nämlich, dass sie sofort geheilt werden. Und ich sage dir heute Nachmittag, du kannst sofort geheilt werden, wenn du dich im Glauben danach ausstreckst und das empfängst und dafür gekommen bist, dann gibt es keinen Grund, warum Heilung langsam gehen sollte. Der Diener wurde geheilt, wie es besser übersetzt würde, in jener Stunde. Hier haben wir sogar eine Zeitangabe. In welcher Stunde? In der Stunde, wo der Hauptmann wieder bei ihm zu Hause im Zimmer war? Nein, sondern wie man herausgefunden hatte nachher, in jener Stunde, als Jesus das gesagt hatte. Halleluja. Das ist es, was Psalm 107, Vers 20 meint, wo es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Halleluja. Preis dem Herrn. Pastorin Katharina wird euch jetzt noch ein bisschen genauer erklären, wie wir das machen mit dem Beten. Und dann könnt ihr mit euren Anliegen kommen. Halleluja. Eine der größten Herausforderungen ist, wenn wir so eine Predigt hören, dass wir hören das und wir sagen, wow, ich möchte genau das, ja, genau so möchte ich die Heilung nehmen. Und dann stehen wir hier vorne im Gebet und strengen uns irgendwie an und wissen doch nicht, was wir machen oder was wir machen sollen, um das wirklich zu ergreifen. Und ich habe so im Laufe der Jahre gemerkt, manchmal ist es gut, wenn man so ein paar kleine Instruktionen vorher gibt. Also ich frage einfach mal, wie viele von euch sind heute gekommen mit einem konkreten Anliegen an der Stelle, in meinem Körper, das kann auch in meiner Seele sein,
möchte ich heute Heilung empfangen. Das ist super. Dann, weil das ist mal der erste Schritt, dass ich was klar definiere. Also wir haben alle mal hier ein Zipperlein und da ein Zipperlein und je älter wir werden, umso mehr werden das vielleicht. Aber wenn ich ganz konkret komme und definiere und sage, Herr, ich komme jetzt mit dieser Sache zu dir. Und wo komme ich hin? Ich komme, es sind wie zwei Orte, die ich vor Augen habe in so einer Situation. Ich komme mit Freimütigkeit zu dem auferstandenen Jesus, der zur Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt, weil das ist, wo er jetzt ist. Das ist das eine innere Bild, das ich habe. Und das zweite innere Bild ist, ich komme nicht, wie soll ich sagen, ganz direkt zu ihm, sondern ich mache sozusagen einen kleinen Zwischenhalt vorher am Kreuz. Und ich mache mir bewusst, Jesus hat alles für mich am Kreuz schon getragen. Jesaja 53 sagt, mir gefällt diese, es gibt so verschiedene deutsche Übersetzungen, aber es gibt eine Übersetzung, da heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und etwas, das habe ich gelernt von den Geschwistern in der Ukraine zum Beispiel, wenn ich dort diene, die nehmen viele Sachen, die man sagt, viel wörtlicher und manchmal auch viel gesetzlicher, aber wenn man ein Wort sagt, dann nehmen die das so wörtlich, wie man das sagt. Man muss manchmal sehr aufpassen, weil sie manchmal Sachen auch zu wörtlich nehmen, aber an der Stelle ist es gut, das Ganze wörtlich zu nehmen. Und stell dir das einfach vor wie ein Rucksack. Im Moment trägst du jemand, der einen Rucksack trägt oder eine Tasche. Ich glaube jetzt mal bei der Susan die Tasche. So, jetzt kann ich also diese Tasche hier tragen. Und wenn wir jetzt noch 5 Taschen mehr, ich könnte jetzt noch 5 Taschen mehr sammeln. Eine hole ich mir noch bei Maria. Die hat auch so schöne lange Henkel, da geht das gerade gut. So, und jetzt trage ich diese beiden Taschen. Und im Moment sind die nicht so extrem schwer, es ist okay. Und viele unserer Krankheiten, vor allem wenn sie nicht tödlich sind, die sind nicht so schlimm, das ist ganz okay. Also wir spüren sie schon, ich spüre die Taschen. Wenn ich jetzt aber noch eine halbe Stunde hier mit diesen Taschen stehe, dann sagen irgendwann meine Schultern, irgendwann sagt mein Rücken, irgendwann sagen meine Knie, irgendwann so wird mir das zu einer Last. Und so ist das mit den meisten Krankheiten, die wir haben. Ja, so vor allem chronische Sachen oder wir haben ja auch ein Medikament gegen Schmerzen und so weiter, aber es ist doch lästig und irgendwie so. Und jetzt sagt Jesus, komm und gib mir das doch. Ja. Also Susan, komm mal her. So, stell dich vor, Susan ist jetzt Jesus und die sagt einfach, gib mir doch die Tasche, du musst die gar nicht tragen. Ich nehme die für dich. Und jetzt kann ich sagen, nee, ist schon gut, so schlimm ist es ja nicht, also so schwer ist jetzt, nein. Ja. Oder ich kann einfach sagen, und das meine ich, ja, ich kann einfach sagen, okay, und vor allem die Susan sagt, oder Jesus sagt, ich habe sie schon weggetragen. Es ist schon erledigt, der Platz, ich trage die nicht jetzt die ganze Zeit selber. Ich nehme die und lege die an dem Platz, wo die hingehört. Ja, so, das ist hier jetzt der Stuhl, aber stell dir vor, das ist das Kreuz. So, jetzt, der Schmerz wird ans Kreuz gelegt. Ja. Jetzt kommt die Maria, jetzt kommt Jesus wieder und sagt, gib mir doch, das war jetzt die Krankheiten oder die Leiden. Jetzt kommen die Schmerzen. Gib mir doch auch die Schmerzen. Ich habe auch schon einen Platz, wo ich die hin tue. Ich trage die nicht jetzt die ganze Zeit mit mir rum, mach dir keine Gedanken darum. Ich nehme die dir einfach ab, danke. Ja. Und jetzt kommen die auch an den Platz, auch ans Kreuz. Und das ist eigentlich das innere Bild. Wir funktionieren, die meisten Menschen funktionieren sehr gut mit Bildern, weil das hilft uns von diesen abstrakten Beschreibungen, die wir in der Bibel lesen, die wir manchmal gar nicht wirklich verstehen, ja, hilft uns das innerlich, was tun wir? Ich erlaube, dass Jesus, dass der Heilige Geist diese Krankheit von mir nimmt, indem ich sie loslasse. Damit treffe ich aber auch eine Entscheidung, ich manipuliere nicht mehr mit Krankheit. Und ich rede auch nicht dauernd zu mir selber, ja, ach, ich bin so schwach, ich fühle mich so schlecht. Weil das Schlechtfühlen habe ich ja erlaubt, dem Heiligen Geist ans Kreuz zu tun. Also gehört es nicht mehr mir. Ich kann es mir durch meine Worte, durch mein Reden wieder zurückholen.
Denn wenn ich mir lang genug einrede, dass es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht. Ich kann aber auch sagen, nein, das habe ich ja jetzt Jesus gegeben. Danke, dass du das für mich getragen hast. Und Jesus musste dir keine Sorgen machen, weil der sitzt schon zur Rechten des Vaters. Das ist alles schon geschehen. Und ob du ihm deine Krankheit gibst oder nicht, kann ich dir sagen, ändert nichts mehr an der Kreuzigung, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Es macht es nicht weniger schmerzhaft für Jesus oder es war nicht weniger schmerzhaft für Jesus, ob du deine Krankheit behältst oder nicht. Aber andersrum, es gibt ihm, dem Auferstandenen, mehr Ehre, wenn du dich entscheidest, ich lasse das los. Du hast dann auch keine Ausrede mehr, warum du bestimmte Dinge nicht machen kannst. Ja? Also wenn zum Beispiel Gebet ist oder irgendeine Veranstaltung und der Pastor sagt, ich erwarte, dass ihr da seid, kommt doch einfach alle. Ja? Dann kannst du natürlich auch sagen, ach, ich habe heute so Kopfschmerzen oder ich bin heute... Ja, weil das hast du ja dann abgegeben. Also es ist dann auch keine Entschuldigung mehr, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Ja, das sind die zwei Seiten. Und in dem Sinne, wenn wir jetzt gleich für euch beten, wir können schon Dani das Pult wegstellen und Susanne, du kannst auch schon ans Klavier gehen, Maria, wie du möchtest. Ja. Wenn wir jetzt nach vorne kommen, stell dir das einfach vor, der erste Schritt ist zum Kreuz. Und in deinem Innern kannst du ganz bewusst sagen, Jesus, ich lege jetzt die Kopfschmerzen, die Rückenschmerzen, die kaputte Bandscheibe, was auch immer das ist, womit du kommst, ich lege das jetzt an dein Kreuz. Und du brauchst eigentlich nicht mal mir das zu erzählen, weil ich muss das gar nicht wissen. Was wir machen, Pastor Marc, wir kommen auch gleich, was wir machen, ist eigentlich nur, dass wir in der Autorität, die Gott uns gegeben hat, wir sind solche Diener. So der Hauptmann hat zu Jesus gesagt, sprich nur ein Wort. Das ist, was wir machen. Wir sprechen dieses Wort, was Jesus damals zu ihm gesagt hat, das Wort sprechen wir euch zu, damit ihr das genauso hört und das genauso das tun kann. Wir sind nur der Mund sozusagen, der sagt, ich spreche jetzt Heilung in deinen Körper. Ich befehle der Krankheit, dass sie geht und ich spreche, dass Heilung kommt. Damit du das hörst und gestärkt wirst und weißt, jetzt ist der Moment, wo dieser Austausch stattfindet, sprechen wir das laut aus. Das ist das, wie die Schrift uns sagt, was wir tun sollen. Und weil im Markus-Evangelium steht, wir sollen die Hände auflegen auf Kranke, tun wir das eben, indem wir die Hände auflegen und diese Heilung sprechen in den Körper hinein. Weil es am Kreuz schon vollendet worden ist. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild, so wenn ihr jetzt nach vorne kommt, um Heilung zu empfangen, dann stell dir das einfach vor, dass genau das passiert. Also wer Heilung empfangen möchte, könnt einfach hier nach vorne kommen. Ihr müsst auch nicht warten, bis der eine fertig gebetet ist, sondern könnt einfach hier vorne stehen, so in der Gegenwart Gottes. Und das Erste, was du tust, ist, du sagst, das gebe ich jetzt ab. Gar nicht so wichtig, dass wir alle genau wissen, was für eine Krankheit das war, sondern wir sprechen einfach die Heilung aus. Und wir anderen, wir können einfach hier.